Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und unsere liebe Elisabeth Westermann ist heute wieder da. Sie ist ja Klangcode-Expertin und auch spezialisiert auf die Korrektur des Atlases. Und gerade in den heutigen Zeiten ist es ja oft auch schwer mit dem direkten Kontakt, aber sie hat einen Weg gefunden, den Atlas wieder in sich oder der Körper macht es ja selber, zu korrigieren. Und wie der aussieht, das wird sie uns heute zeigen. Hallo, liebe Elisabeth. Hallo. Ja, schön, dass du wieder da bist. Und wir hatten ja auch schon gesprochen, in den herausfordernden Zeiten ist es dir ja auch oft nicht möglich gewesen, direkt mit den Menschen zu arbeiten. Aber du hast über deine Erfahrungen jetzt auch den Weg des, online Atlas-Korrektur-Weges gefunden und siehe da, da gibt es doch einige tolle Ergebnisse mittlerweile. Ja, ja, es ist erstaunlich, dass das so geht. Hat mich am Anfang selbst erstaunt. Und was ich am erstaunlichsten finde, ich habe jetzt gerade vor einem knappen Monat wieder eine Gruppe ausgebildet. Und da werden gleich auch zwei Leute von zu Wort kommen, die das gelernt haben und die gleich von vornherein gemerkt haben, dass sie online arbeiten können. Das hätte ich absolut nicht erwartet, weil bisher hatte ich immer so die Vorstellung, man muss es erst mal richtig lernen und da muss man die Leute erst mal vor sich haben. Und allein schon das Ausbilden online war so ein bisschen grenzwertig. Ich dachte, bei einer Arbeit, die auch mit dem physischen Körper zusammenhängt. Ja. Aber es geht. Und ich glaube, der Hauptgrund ist einfach der, dass man diesen Frequenzen, die über diese Klangcodes kommen, einfach mehr zutrauen muss, als man das bisher getan hat. Kann es auch damit zusammenhängen, siehst du vielleicht auch, dass sich einfach das Feld so optimiert und verändert, dass einfach solche Dinge jetzt noch einfacher funktionieren wie früher? Das ist mit Sicherheit so. Das ist mit Sicherheit so. Ich habe ja in 2012 angefangen auszubilden und einfach diese Sachen weiterzugeben. Und ja, das war eine viel größere Schwere dabei. Und das ist eine sehr große Leichtigkeit jetzt. Mhm. Also das ist wie so, als wenn da so zwei Dinge so auseinandergehen. Einerseits wird es immer enger und immer düsterer. Und manche Dinge, da hat man so wirklich das Gefühl, die müssen noch an die Oberfläche. Und das wird nicht einfach für uns. Und auf der anderen Seite ist eine immer größere Lichte und Leichtigkeit. Und das ist richtig, richtig schön. Und ein bisschen kann man sich auch entscheiden. Ja. Und ich gehe da gerne diesen Weg, ne? Ja, bin ich auch dabei. Und das Interessante ist, dass ich dann auch, nur mal so im Nebensatz, dass ich dann auch sehr viele Menschen anziehe, die den Weg auch gehen. Und dass ich dann auch Leichtigkeit erlebe, nicht nur im Umgang, sondern auch in Situationen, wo ich jetzt irgendwie Entscheidungen fällen muss oder sonst wie. Also lohnt sich. Oder kann sich zumindest lohnen. So, aber zurück zur Online-Arbeit. Ich würde gerne eine Geschichte dazu erzählen. Sehr gerne, ja. Das allererste Mal, als ich, das war eben dann 2013 oder 14, 13 muss es gewesen sein, gedacht habe, naja, ich würde das ja gerne mal ausprobieren, ob das auch in Abwesenheit von einem Menschen oder einem Tier geht. Da habe ich ein Telefonat gehabt mit einer Frau, die einen Termin mit mir wollte. Zu der Zeit habe ich noch viel selber behandelt, das tue ich inzwischen kaum noch. Also hauptsächlich arbeiten die Leute, die ich ausgebildet habe, nur dass sie das wissen. So, nur in ganz seltenen Fällen arbeite ich selber nochmal. So, also, die rief an, wollte einen Termin haben. Im Hintergrund maunzte eine Katze. Und sie hörte überhaupt nicht auf zu maunzen. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ein besonderes Verhältnis zu Katzen. Ich bin eine Katzenfrau, mehr als eine Hundefrau. Ich mag Hunde auch gerne, aber Katzen da, das ist wie Bruder, Schwester. So. Ich sag, Sie haben eine Katze, ja. Hat die Probleme? Ja. Ich sag, wo denn? Im Rücken. Und sag ich, wissen Sie was? Ich werde jetzt mal versuchen, mit Ihrer Katze innerlich Kontakt aufzunehmen. Ich wusste, dass sowas funktioniert.
und sie zu fragen, ob das okay ist, wenn ich sie behandle. Vorausgesetzt, es ist für sie okay, es wird sie auch nichts kosten. Sagt sie, ja, gerne. Dann habe ich mit der Katze gesprochen, habe gesagt, so, ich würde dich behandeln, aber ich brauche dann von dir auch eine ganz klare Rückmeldung, dass das funktioniert hat, weil deswegen, das ist meine Begründung, weshalb ich dich jetzt behandle. Mhm. Telefon. Also schlimmste Situation ever. Mhm. Die Katze konnte mich nicht hören. Ich konnte die Katze nicht sehen. Die Katze konnte mich nicht sehen. Also wirklich die schwierigste Situation, die man sich überhaupt da ausdenken kann. Fand ich klasse. Ich habe gedacht, ich probiere das mal. Ja, kann ja nichts kaputt gehen. Wenn das schief geht, dann hat nichts, ne? Dann ist es halt nicht gelaufen. So habe ich gesagt, jetzt machen wir folgende Versuchsanordnung. Sie hören sich die Klangcodes an. Und mit Ihrer Katze habe ich gesprochen. Und Sie sagen mir bitte immer, wie sie reagiert. So, dann habe ich als allererstes angefangen, Atlas-Korrektur. Also den Atlas zu besingen, dass der sich findet. Da sagt sie, jetzt steht sie auf und schüttelt sich. Typische Reaktion bei einem Tier, wenn der Atlas sich gefunden hat. Wunderbar. Halswirbelsäule. Schüttelt sich nochmal. Okay. Wirbelsäule. Sie legt sich hin und sie streckt sich ganz lang aus. Wirbel für Wirbel durch, bis hinten Ende vom Schwanz. Ich war am Ende vom Schwanz angekommen, dann sagt sie, jetzt steht sie auf. Und läuft sozusagen weg. Sag ich, okay, klingt ja so, als hätte das wirklich funktioniert. Aber ich bin ja ein Zweifler. Mhm. Da habe ich mit der Katze nochmal gesprochen und habe gesagt, ich brauche jetzt noch irgendwie ein Zeichen von dir, dass das wirklich funktioniert hat. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Und wenn ich ausbilde, dann lachen die Leute immer alle total. Es gibt einen Test, den ich bei den Menschen und auch bei den Tieren, wenn es geht, immer durchführe, um zu sehen, ob der Atlas gerade ist oder ob er schief ist. Weil man daran sehr viel ablesen kann. Mhm. Dabei dreht man den Kopf ganz stark nach rechts und man dreht den Kopf ganz stark nach links. Was macht die Katze? Da sagt die Frau zu mir, das ist ja jetzt ganz komisch. Jetzt dreht sie ihren Kopf ganz weit nach rechts. Und jetzt dreht sie ihren Kopf ganz weit nach links. Super. Fällt dir nichts mehr zu ein. Geschichte, ne? Ja. Dann war ganz klar, ich habe mich bei der Katze bedankt. Mhm. Ich habe gesagt, Dankeschön. Jetzt kann ich es auch glauben. Ja. Und jetzt kann ich auch damit rausgehen, dass das funktionieren kann. Auch in dieser sehr schwierigen Versuchsanordnung. So, das würde ich jetzt nicht als erstes empfehlen. Ja. Ja. Wenn jetzt jemand neu lernt, mit Klangcodes zu arbeiten, wird er mit Sicherheit einen Termin per Skype oder Zoom ausmachen, sodass man sich zumindest gegenseitig sieht, wenn auch nur virtuell. Und es gibt bestimmte Tests, wie gesagt, Kopfdrehung und Kopfkippung, die kann man auch auf dem Bildschirm sehen, wie das vorher ist, wie das nachher ist. Und daran kann der Klangotherapeut, die Klangotherapeutin dann auch erkennen, wie das funktioniert hat und ob das funktioniert hat. Und das ist ja auch wichtig. Das ist sehr schön, dass wir diesen Test haben. Und jede Klangcode-Therapie fängt immer mit dem Atlas an. Stimmt das? Oder ist es schon die Voraussetzung, dass für den Körper... Also für den Körper ist diese Atlas-Arbeit besonders wichtig zunächst mal. Einfach weil das ein ganz entscheidender Punkt im Körper ist, wo eine ganz starke Instabilität ist. Dadurch, dass der so massiv gedreht ist, das ist ja nicht meine Entdeckung, sondern die von einem Schweizer, Schimperi heißt er. Wir sind ja hier im Schweizer Sender. Mhm. Der hat in Sierre gelebt und hat entdeckt, dass der Atlas... Jetzt habe ich natürlich das Atlas-Modell oben liegen. Wunderbar. Okay, jetzt erkläre ich es trotzdem. Ja. Also, wenn er gerade ist unter der Schädelbasis, würde er so sitzen. Und dann kommen noch zwei Fortsätze, die von oben runterkommen und halten ihn in der Position. Der ist aber so stark gedreht, dass er mit einem Seitfortsatz vor diesem Stylus ist. Mhm. Und dann kann man sich vorstellen, dann ist er auch nicht in seiner Passform drin. Die ganze Geschichte ist enorm instabil. Und damit ist die gesamte Wirbelsäule instabil. Dann kompensiert der Körper, ja, da oben dreht sich's so, ja, dann dreht sich's unten so, und dann kriegt man eine Skoliose und dann kriegt man Probleme. Einlagen noch.
Man kann auch, es ist übrigens ganz wichtig, wenn man von oben gearbeitet hat und von unten gearbeitet hat, dass man auch wirklich nochmal mit den Füßen arbeitet. Und irgendwann, wenn ich demnächst mal wiederkomme, werde ich auch darüber sprechen, weil da habe ich jemanden, mit dem ich zusammenarbeite, der eine wunderbare Arbeit mit den Füßen macht. Und eigentlich trage ich diese Schuhe nie. Die habe ich nur an für die Interviews. Die sind extrem ungesund für den Fuß. Und bis dahin habe ich dann vielleicht auch einen Pump, den er mir gemacht hat. Ah, schön. So, also zurück. Online-Behandlung, Atlas. Du hattest eine Frage gestellt. Genau, dass wir immer mit dem Atlas anfangen oder dass wir immer mit dem Atlas anfangen. Grundvoraussetzung wäre, um einfach mal eine Korrektur. Also das dann einfach. Ich kann mir das jetzt so vorstellen, wenn ich dir immer zuhöre, dass einfach mal der Fluss, die Antenne sozusagen gerade steht. Das ist Art 1. Mhm. Und Art 2 ist, dass es rein physisch gesehen einfach eine Stabilität ist, die du vorher nicht hast. Auch ein gutes Beispiel mit mir selbst, als ich die Atlas-Korrektur bekommen habe. Ich habe sie von Herrn Schümperli bekommen und das war eine richtige Korrektur mit einer Massagemaschine. Also richtig Atlas reinschieben, so. Und ich mag sowas halt nicht so gern und deswegen bin ich dann auf die Suche gegangen, ob es nicht auch mit Informationen geht. Und dadurch kamen dann die Klangcodes. So, also, als ich das dann gemacht bekommen hatte, hatte ich einen übelsten Unfall. Ich bin rückwärts gelaufen mit einer Gruppe von Menschen. Wir mussten rückwärts aus einem Raum raus und hinter mir hat jemand gestoppt. Und ich habe das gemerkt und habe versucht, mich selbst zu stoppen und bin dann nach hinten rübergefallen auf meinen Hinterkopf mit voller Wucht auf einen Steinfußboden. Aber mit voller Wucht. Das hat so geknallt, dass die Person, die ganz vorne saß, dann gesagt hat, um Gottes Willen, was denn da passiert? So, und es hat dann Brams gemacht, einmal durch den Körper durch. Normalerweise hätte ich eine Gehirnerschütterung gehabt und wäre im Krankenhaus gelandet. Nein. Wenn der Atlas mal stabil ist, ich hatte einen leichten Schwindel kurzzeitig, es kam dann auch ein Arzt zu mir, der in der Gruppe auch war zum Glück, hat mich nochmal untersucht, alle Reflexe nochmal geprüft, alles gut. Innerhalb von kürzester Zeit war ich wieder normal. Ich habe das auch schon bei dem Sturz an sich gemerkt, weil ich bin ja früher auch schon mal gestürzt, nicht so heftig, aber ich bin schon mal gestürzt. Aber so heftig ist das nie vorher gewesen. Und es war, wenn ich gestürzt bin, viel größeres Drama für meinen Körper als bei diesem heftigen Sturz dann. Du hast einfach eine Stabilität in der gesamten Wirbelsäule, die du vorher nie hattest. Und da das ja angeboren schief ist, kennt der Körper das auch zunächst mal nicht. Und wenn er dann das hat, du merkst das. Du merkst es vor allen Dingen, wenn du stürzt. Hier wird ja viel Ski gefahren. Ja? Du wirst es beim nächsten Skisturz merken. Ich garantiere es dir. Es ist einfach anders. Und deswegen finde ich es sinnvoll, dass man dann, wenn man am Körper arbeitet, da anfängt. Dann kommt noch dazu, und das werde ich in einem anderen Interview wahrscheinlich auch noch mal genau erklären jetzt, dass der Atlas in seiner Fehlstellung auch noch ganz viele Systeme im Körper stören kann. Ja. Kann, nicht muss, aber sehr häufig gibt es dann eben Einschränkungen in Funktionen, die einfach nur durch diese Fehlstellung verursacht sind. Und wenn der Atlas sich dann findet und der Körper sich neu ausrichtet, dann kann sich das Gesamtsystem erholen mit all den dazugehörigen Nervenbahnen und so weiter und so fort. Und deswegen steht das für mich immer an erster Stelle. Wie läuft dann so eine Online-Sitzung ab? Wie kann man sich das jetzt vorstellen mit einem Therapeuten? Es ist so, dass derjenige, der die Online-Sitzung gibt, erstmal ein Gespräch führt mit demjenigen, der die bekommt. Das ist wie wenn du gegenüber säßest und du hörst erstmal, warum kommt der, was hat der für Probleme und so weiter und so fort. Dann machst du dem Bild. Dann gibt es eben einen Test, den man auch wunderbar sehen kann, wenn man online arbeitet. Das ist der mit der Kopfdrehung und der Kopfkippung. Findet man unter Umständen auch mal im Netz. Ich werde auch ein Interview geben, wo man diesen Test noch mal sehen kann beim Menschen vorher, nachher. Also den kann man eben wirklich online wunderbar machen, Kopfdrehung und Kopfkippung.
Und der Mensch selber kann das auch spüren, dass es dann hinterher anders ist. Das ist auch ganz schön. Und dann wird derjenige singen für den Klienten, die Klientin. Und das geht dann unter Umständen über eine Puppe, die dann sozusagen, bitte nicht wie Voodoo, aber Voodoo würde auch nicht so funktionieren, aber in eine ähnliche Richtung funktionieren, weil man da ja dann auch die Verbindung zu einem Menschen aufnimmt. Mhm. Ja? Du hast hier die Möglichkeit, dass du eine Verbindung schaffst über diese Puppe zu diesem Menschen. Das fällt dir als Mensch, wenn du arbeitest, unter Umständen leichter dann zu arbeiten, weil du dann, warum auch immer, tatsächlich unter Umständen spüren kannst, was, wo hängt es noch? Mhm. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Puppe ist Puppe. Aber es ist so. Fragt mich nicht, wieso. Aber es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir noch nicht verstehen. Und es gibt sowas wie Raum und Zeitkontinuum anders, als wir denken, dass es ist. Also das kann ich wirklich sagen, weil aufgrund dieser Erfahrung mit diesen Fernbehandlungen, das ist manchmal so, wenn ich arbeite oder auch wenn andere arbeiten, die ich ausgebildet habe, dass die wirklich spüren können, dass sich da was ändert. Du hast uns auch ein Video mitgebracht, ja? Ja, da geht es jetzt bei dem einen, bei dem Ralf, geht es darum, dass er einen Hund während der Ausbildung tatsächlich behandelt hat und dass er auch selbst noch mal behandelt wurde. Das können wir uns gerne mal anhören. Dann schauen wir uns noch Ralf an. Mhm. Ein herzliches Hallo zusammen. Mein Name ist Ralf Lüttens. Ich wohne in Süderbrarup, das ist ein Ort in Schleswig-Holstein. Und ich habe dieses Wochenende den zweiten Teil der Online-Ausbildung zum Klangcode-Therapeuten mit der Arbeit am Menschen und am Tier über Elisabeth Westermann absolvieren dürfen. Während dieses Online-Seminars kam uns eine Fernbehandlung zuteil, die fantastisch war. In dem Bereich habe ich selbst den direkten Vergleich, weil ich bin vor knapp anderthalb Jahren persönlich von Elisabeth mal behandelt worden. Bis auf die körperliche Berührung bei der Behandlung ist das Ergebnis völlig identisch, phänomenal. Parallel durfte ich selbst die Fernbehandlung an einem Hund ausführen. Das war der Hund meiner Tochter. Sie wohnt 1000 Kilometer entfernt von mir. Auch dort war das Ergebnis wirklich faszinierend. Der Hund, ist quick wie Dill, kann den Kopf vernünftig drehen, wedelt ganz anders mit dem Schwanz und hat ein ganz anderes Gangbild und ist einfach deutlich fideler. Und dieses Erlebnis war einfach fantastisch und zeigt, welche Möglichkeiten wir eigentlich haben in dieser jetzigen Zeit, wo vieles einfach nicht mehr möglich ist. In diesem Sinne, Namaste. Ja, und er hat eben so den Vergleich auch gehabt, weil er von mir persönlich mal behandelt worden ist, hands-on. Mhm. Und dann eben jetzt diese Fernbehandlung und das auch während der Ausbildung. Und er hat wirklich gesagt, habt ihr ja gehört, es ist kein Unterschied, außer dass er die Hände nicht hatte, die man natürlich gerne hat. Ne? Ja, das ist keine Frage. In der heutigen Zeit, ja. Da besonders, da hätte man es besonders gerne. Ja. Aber manchmal geht es ja eben nicht so. Und beim Hund eben ähnlich. Na, da hat er dann die Erfahrung gemacht, dass es ganz leicht ging für ihn. Und er hat auch nur mit einem Bild gearbeitet. Mhm. Na? Super. So, und das andere ist, muss ich mal eben gucken, wie sie heißt. Ach, die Corinna. Ja, die Corinna hat jetzt gerade die Ausbildung bei mir gemacht und sie berichtet darüber, wie sie es als Nehmende erfahren hat. Mhm. Super. Schauen wir uns das Video von der Corinna an. Ich bin Corinna Staszewski aus Berlin. Und als ich das allererste Mal mit den Dao-Ta-Klangcodes behandelt wurde, von Corinna Bettinger per Zoom, von dem Atlas die Wirbelsäule runter, war ich wirklich sehr skeptisch, ob das überhaupt was bringt. Und nach der Behandlung war ich so erstaunt, was sich bei mir alles verändert hat. Von den Füßen über die Knie, über das Becken. Ich habe seitdem das Gefühl, ich habe Luft zwischen meinen Wirbeln.
Meine Halswirbelsäule ist viel länger und die Aufrichtung fällt mir jetzt einfach total leicht. Meine Augen haben am Anfang irgendwie anders geguckt, das war sehr merkwürdig. Mein Kiefer verhält sich anders. Und ich bin wirklich so, so, so froh, dass mir das begegnet ist. Und bin so begeistert davon, dass ich jetzt auch die Ausbildung gemacht habe und mich dann auch darauf freue, bald selber zu behandeln. Ja, auch so bereichernd wieder, gell? Unglaublich, dass es funktioniert. Also ich finde es doch immer wieder beeindruckend. Ich habe es ja selber schon erlebt, aber trotzdem auch nochmal zu hören und zu sehen, ist wirklich immer wieder faszinierend. Und die hat dann aufgrund dessen auch beschlossen, dass sie die Ausbildung macht, weil das ja jetzt auch eine wunderbare Möglichkeit ist, ins Arbeiten zu kommen. Mhm. Als Therapeut, als Gesundheitsberater und so weiter, wenn du einfach weiterhin was tun möchtest, kannst du das mit den Klangcodes wunderbar auf Entfernung machen. Mhm. Und bist bei dem Menschen, bei dem Tier und kannst eine direkte Rückmeldung bekommen. Wenn die Leute sich jetzt informieren möchten über die ganzen Möglichkeiten, die es gibt, wo gibt es denn da Quellen oder wo kann man sich dahin informieren? Ich habe eine Website, die heißt www.dao-tha.com. Also www.dao-tha.com. Mhm. Und es gibt Kanäle, wenn man sich da mal so ein bisschen reinfinden will zunächst mal und einfach mal ein Gefühl dafür bekommen kann, wer ich vielleicht auch bin, dann gibt's einen Telegram-Kanal, der heißt Codes of Joy, der ist zweisprachig, Englisch-Deutsch. Und es gibt einen Kanal für die Akademie, das ist die Lehrakademie, wo dann einfach auch ab und zu Erfahrungen gepostet werden oder eben auch die Veranstaltungen gepostet werden. Der heißt Daota Klangcode Academy. Super. Vielen lieben Dank, dass du wieder da warst. War wieder so spannend und ich freue mich auf weitere Besuche von dir. Bis bald. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls Sie noch weitere spannende Interviews sehen wollen über die Atlas-Korrektur, Zirbeldrüse, viele weitere Interviews finden Sie einfach auf unserer Webseite www.qs24.tv. Geben Sie in die Suchleiste Elisabeth Westermann ein und da finden Sie alle. Vielen Dank fürs Zuschauen, eine wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.